Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Kolonie. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Heute bauen wir wieder an unserer Asteroidenkolonie weiter. Ihr seht, wir haben da einiges drinne, und zwar einige weitere Module für unsere Basis, wo die Astronauten dann drinnen wohnen. Ihr seht, ihr kennt es wahrscheinlich schon aus der letzten Folge. Ich habe das farblich ein bisschen abgeändert, aber ich habe die Basis halt sehr symmetrisch geplant. Deshalb sind es hier im Grunde dieselben Module. Ja. Wir haben hier bei den Treibstofftanks eine kleine Änderung. Seht ihr, ich habe halt mit denen ein bisschen was anderes vor, als ich mit den anderen Treibstofftanks gemacht habe. Daher sieht das hier ein bisschen anders aus. Macht ja Sinn. Genau, das haben wir heute in der Folge vor. Und dann würde ich auch sagen, wir reden nicht weiter um den heißen Brei herum. Los geht's.
damit hätten wir es auch geschafft. Ihr seht, da ist kaum noch Treibstoff übrig geblieben, 0,6%. Dann können wir das Ganze einsammeln. Da sind natürlich wieder eine ganze Menge Missionserfolge reingekommen. Das dauert ewig, hier runter zu scrollen. Auf der Oberfläche des eingefallenen Asteroiden angedockt. Das haben wir einfach 1000 Mal oder so. Oh, wir sind nun angekommen. Wunderbar. Dann sammeln wir hier noch die erste Stufe ein. Da ist auch noch ein bisschen Treibstoff übrig. Einsammeln. Auch ein paar Missionserfolge. So, dann gehen wir raus. Eingefangener Asteroid. Ein bisschen näher dran und dann hier auf die linke Seite zu unserer Basis. Und dann gehen wir mal auf die Karte, beziehungsweise umgekehrt die normale Ansicht. Und dann können wir auch die hier ausfahren. Die habe ich noch drinnen gelassen, damit die nicht kaputt gehen. So. Aber an sich haben wir jetzt hier schon einen Großteil unserer Basis fertig. Das kann man dann hier sehen. Wir haben auf der linken Seite Module, auf der rechten Seite Module. Dann haben wir hier in der Mitte dieses große Gerüst. Einfach mal so dahin geklatscht. Ihr seht auch hier die Beine. Die extra Beine sind quasi extra Stabilisatoren. Genau. Beziehungsweise so Haken, die dann unten festgekrallt werden, damit die sicher stehen. Sieht ganz gut aus, finde ich. Theoretisch hätte man hier in der Mitte noch welche hinzufügen können, aber das habe ich dann gelassen. Ja, damit wäre es das dann auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!